So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Aber diesmal nicht vom Telefon aus, sondern diesmal vom PC. Mal gucken, wie das hier klappt. Wir haben das gestern schon ausprobiert bei Fallen Road. Jetzt sind wir hier bei Drogöchen Popöchen. Ah, das allererste Mal am PC. Mal gucken. Ich fand, es lief ziemlich gut. Außer, dass ich jetzt mal Popschutz dran haben muss und der mir enorm viel Platz wegnehmen muss. Aber hey, man kann nicht alles haben, ne? So, ich schweige einen Moment und lasse seine Worte auf mich wirken. Ich bin auch weiter skeptisch. Wer weiß, ob er mir nicht einen Bären aufbinden möchte. Ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Ob er uns überhaupt rauslässt oder nicht oder wie auch immer, ob wir überhaupt da rauskommen. Müssen wir da weiter uns nächtigen da? Keine Ahnung. Sehr spannend auf jeden Fall. Vor allem Zauberer. Hallo, wir sind noch nicht in Hogwarts. So. Ich muss durchaus zugeben, dass sie mich ziemlich beschützen. Vor allem Peter und er. Und als Drogo diesen einen Abend plötzlich in der Bar aufgetaucht ist, war das vielleicht seine Art, ein Auge auf mich zu haben? Ich kann ihm ja durchaus eine Chance geben. Ich weiß nicht. Mal gucken. In mir drin gibt es zwei Stimmen. Die eine ruft, ich solle hier schnellstens fliehen. Die andere flüstert etwas davon, hier zu bleiben. Ich würde gerne herausfinden, wer ich wirklich bin. Und an ihrer Seite wird mir das wohl am ehesten gelingen. Ich muss es probieren. Angenommen, ich bleibe. Dann müssen ein paar Dinge angepasst werden. Was immer du willst. Natürlich ist es natürlich mit meiner eigenen Musik dann ziemlich schlecht, ne? Ja, aber ist so. Er scheint es ernst zu meinen. Also sollte ich das auch nutzen, um die Antwort auf einige Fragen zu bekommen. Erstens, keine Manipulation des Geistes mehr. Lies nie wieder in meinen Gedanken. Außerdem darf nie wieder einer von euch seine Kraft an mir anwenden. Einverstanden. Zweitens, wirst du mir sofort erklären, was ich über euch und eure Praktiken wissen will? Stell mir deine Fragen und ich werde sie so gut ich kann beantworten. Ich bin einfach mal direkt. Ich habe gelesen, dass ihr euch vom Blut ernährt. Derart Konversion führe ich sonst eigentlich nicht. Sie fühlt sich deshalb auch ziemlich surreal an. Das stimmt, aber das heißt nicht, dass wir dafür andere Leute umbringen. Wie denn? Er zuckte mit den Schultern. Blutbanken, Tiere. Aber ich versichere dir noch einmal, dass wir keine Menschen töten. Wir versuchen allem, uns in die Welt der Lebenden zu integrieren. Ich werde jetzt noch neugieriger. Und ihr habt wirklich diese Fähigkeiten, die man euch andichtet? Es gibt da wahrscheinlich Wahres und Falsches. Also, ich zum Beispiel weiß nicht, wie man Sachen stiehlt oder wie ich mich unsichtbar mache. Und eine Fledermaus kann ich mich auch nicht verwandeln. Das wäre natürlich der absolute Oberhammer, oder? Er kann sich nicht in eine Fledermaus verwandeln? Was ist das denn für ein Vampir? Außerdem trägt er ein Kreuz. Ich muss leicht lächeln. Da Nikolai einmal im Redefluss ist, entschließe ich mich, einfach noch mehr zu Fragen zu stellen. Diese Sache mit den Spiegeln stimmt, oder nicht? Seine Miene verfinstert sich ein wenig. Ich habe offenbar einen wunden Punkt getroffen. Ja, er würde sich gerne anschauen, wie hübsch er ist und so, ne? Unser Spiegelbild ist eine Facette unseres Daseins. Wir werden gern umgehen. Auch sind wir nicht allzu begeistert von Sonnenlicht. Aber deine Familie? Wie seid ihr denn hierher gelandet? Ich will, dass er alles mir erzählt. Ich muss wissen, was mich hier erwartet. Nikola steht auf und geht zum Fenster. Er sieht so aus, als wäre er meilenweit von mir weg und starrt ins Leere. Unser Vater ist sehr alt und überaus mächtiger Vampir. Er entstammt einer anderen Zeit. Seine Geburt liegt Jahrhunderte zurück. Er hat uns eigenmächtig verwandelt, weil er sich nicht mehr ausgehalten hat, alleine zu sein. Ich gehe davon aus, dass er dir keine Wahl gelassen hat. Hallo, wir wollen das wissen jetzt. Jetzt kommt bestimmt wieder Werbung. So, wollen wir mal gucken, dass wir
weiterspielen können sofort. Warte mal, ja, genau. Ich muss mal manchmal gucken, ob das hier auch alles wirklich so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So, pass auf. Genau, und jetzt mussten wir puzzeln tatsächlich mit dem Minispiel. So, wir fangen gleich an direkt. Guck mal, hier ist Samantha. Okay. Ja, wie immer ist Drogo hier in der Mitte und jetzt haben wir immer noch Drogo gefunden. Ey, geil, das habe ich vorher nie gehört, dass sie lacht. Oh, süß, da möchte ich öfters mal gerne Samantha wählen. Da wird mir ganz schwummrig. Und Schabidu, wir haben gewonnen. Jawohl. So, wir gucken uns keine Videos an. Nein, machen wir nicht. Das machen wir hier einfach nicht mehr, ne? So, das ist auch interessant, ob das jetzt nun mal so, ob eine Wahl hat überhaupt. Keine von uns, leider. Wenn wir die Wahl gehabt hätten, deswegen rennt noch so altmodisch rum. Nikolai gerät in Stocken, fängt sich aber gleich wieder. Seine Stimme ist erfüllt von Melancholie. Was? Ihr seid eigentlich keine Brüder, stimmt's? Ihr seid in Wahrheit gar keine Geschwister, nicht wahr? In unser Leben als Sterbliche nicht, aber wir wurden alle vom gleichen Mann verwandelt. Ich dachte mir das schon. Peter ist wirklich anders. Er trägt eine gewisse Sanftheit in sich, die ich weder bei Drogo noch bei Lori finde. Und diese Traurigkeit. Er setzt sich wieder ans Fußende meines Bettes und sieht mich mit einer Intensität an, bei der ich mich unwohl fühle. Peter hat sich nie mit seinem Dasein anfreunden können. Im Laufe der Zeit haben wir uns mit unserem Schicksal abgefunden und damit zu leben gelernt. Er aber nicht. Er hat sich stets dagegen gewehrt. Sein Menschensein fährt ihn ungeheuerlich. Ich fühle mit ihm und denke daran, wie schnell wir beide uns letztendlich doch gut verstanden haben. Ich habe auch sofort ein Missbehagen und seinen Kummer gespürt. Ich verstehe, dass er unglücklich ist. Er ist sehr sensibel. In ihm steckt ein Künstler. Ja, wahrscheinlich hätte er viel machen können. Ach, ist das schade, schon vorbei, ne? Ja, das mit Peter ist ja echt jetzt, das tut mir so ein bisschen leid.